nach der Planung ist der erste Schritt eigentlich immer, sich das richtige Holz auszusuchen. Bei der Qualität des Holzes ist ganz wichtig, dass das Holz im Spalt ist und dass das Holz, wenn ich das so anklopfe, einfach schon total frei und lebendig klingt. Nach dem Entwurf baue ich meine Schablonen und Skizzen. Und mit diesen Schablonen arbeite ich dann an meinem Material weiter, also an dem Holz. Von der Planung bis zur Fertigstellung des Instruments umfasst der Bau einfach sehr, sehr viele Arbeitsschritte. Und der Großteil des Bauprozesses findet in der Handarbeit statt. Es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, mit seinen Händen zu schaffen. Durch meine langjährige Erfahrung kann ich gezielt den Klang der Instrumente steuern. Und was alle Instrumente von mir erfüllen müssen, ist einfach sehr obertonreich zu sein. Ja, ich bin stolz auf die Instrumente, die ich mache. Im Geigenbau ist es eigentlich immer schon Tradition gewesen, seinen eigenen Lack zu kochen. Als erstes werden da die Harze eingekocht, um gereinigt zu werden. Dabei entstehen auch giftige Gase, deswegen kann man das auf jeden Fall nicht drin machen. Das ist eine langwierige Prozedur und das stinkt auch einfach extrem. Ja, mit 5 Jahren habe ich meinen Eltern den Wunsch geäußert, dass ich gerne Geige und Schlagzeug spielen möchte. Und dann musste ich mich für ein Instrument entscheiden. Und es ist zu dem Zeitpunkt die Geige geworden. Zu Schulzeiten habe ich eine Weile überlegt, ob ich auch vielleicht Geige studieren möchte. Und mein Geigenlehrer hat mir sehr schnell davon abgeraten und mir gesagt, dass ich ein bisschen zu faul dafür wäre. Dann war tatsächlich was an meiner Geige zu machen und ich musste zum Geigenbauer. So bin ich dann beim Geigenbauer im Schulpraktikum gelandet und habe mich da einfach in den Beruf total verguckt. Durch das Handwerk habe ich einfach ein bisschen muskulösere Finger bekommen und dadurch auch dickere Finger. Da ist das Geigespielen auf jeden Fall ein bisschen schwieriger geworden, aber die Freude am Musizieren ist nach wie vor ungebrochen. Beim Neubau von Streichinstrumenten ist es oft üblich, die zu antiquisieren. Das heißt, man lässt sie künstlich altern. Mein Anspruch ist, das ein bisschen natürlicher geschehen zu lassen. Meinen Lack koche ich ein bisschen weicher, damit der sich durch den Spieler abnutzt und jedes Instrument seine eigene Geschichte zusammen mit dem Musiker schreiben kann. Ja, nach dem Lackieren meiner Instrumente kommen die ins Solarium. Ja, mein Beruf gefällt mir so gut, dass ich einfach Werkzeuge baue für Musiker und die maßschneider. Das macht einfach richtig Spaß. Ja, es ist schön zu wissen, dass wahrscheinlich meine Instrumente ein paar Generationen überdauern werden. Geigenbau auf diesem Niveau lässt sich maschinell auf jeden Fall nicht machen und ist daher immer noch ein traditioneller, sehr handwerklicher Beruf. Ja, mein Name ist Jan Meyer und ich bin Geigenbauer.